Günter Krus und Stefan Grotsch reisen seit 2010 als Schlaggemeinschaft zusammen. Im Regionalverband 413 Rhein-Ruhr-Grenzland macht das Erfolgsduo seit Jahren mit Spitzenplatzierungen von sich reden. Ihre Reisevereinigung umfasst 70 reisende Schläge. Gespielt wird mit 40 Vögeln und 35 Weibchen. Im Schnitt werden 2/3 der Reisemannschaft einjährig geschickt. Was ist euch wichtig an den Jungtauben? Also grundsätzlich lesen wir per Hand keine Jungtauben aus. Außer wenn sie natürlich krank sind, dann selektieren wir solche Jungtauben schon. Ansonsten versuchen wir alle Jungtauben auf der Jungtierreise zu spielen. Nach der Jungtierreise letztendlich schauen wir uns auch natürlich mal die Preislisten an. Aber grundsätzlich versuchen wir schon, die meisten Jungtauben auch in den Reiseschlag zu übernehmen. Letztendlich und natürlich versuchen wir auch bis zum letzten Flug die Jungtour zu spielen, das heißt so bis 340 Kilometer, um halt ein bisschen Aussagekraft dazu bekommen. Aber eine Selektion in dem Sinne per Hand wird bei uns eigentlich nicht vorgenommen. Die Basis letztendlich bildet immer der Zuchtschlag. Da müssen erstmal gute Tauben sitzen, die auch eine gewisse Qualität haben, weil nur aus guten Tauben kann ich auch wieder gute Tauben züchten. Ja, wenn ich letztendlich Tauben in der Zucht habe, die immer mal rumkränkeln, letztendlich keine große Leistung gebracht haben, ja, oder in der Abstammung erst den Urgroßvater mal als gute Taube hatte, daraus kann ich in der Regel keine guten Tauben züchten. Wenn ich die Basis habe von guten Tauben im Zuchtschlag, habe ich in der Regel auch eine gewisse Qualität an Jungtauben, ja, die schon eine gewisse körperliche Voraussetzung haben, die sie mitbringen müssen. Und danach ist für mich eigentlich das Entscheidende letztendlich immer der Reisekorb. Und man sollte eine Jungtaube so oft, wie es irgendwo nur geht, spielen. Schicken, reisen, schicken, in den Korb mit den Tauben und auch weiter als 150 oder 200 Kilometer. Weil nur so kann eine junge Taube auch lernen, sich aus dem Schwarm lösen und auch da schon gewisse Voraussetzungen erfüllen, die später wichtig sind. Natürlich, wir trainieren unsere Jungen so gut wie gar nicht, weil ich selber keine Zeit dafür habe. Von daher ist der Reisekorb, sprich der Kabinexpress, für mich extrem wichtig. Und so versuchen wir halt eine Anfangsselektion zu finden, um nachher unsere Jungen dann auch in den Reiseschlag zu übernehmen. Da findet dann in der Regel keine Selektion mehr statt, weil ich mir nicht anmaßen möchte, welche Taube jetzt gut ist und welche schlechter ist, zumal sie alle aus meinem Zuchtschlag kommen. Und das ist für mich das Entscheidende. Stefan, was haben wir hier für einen Schlag und worauf hast du geachtet? Ja, das ist ein ganz normaler Jungtierschlag, wie sie wohl häufig vorkommen, mit Kotbändern. Ich versuche halt mit zwei Teilen demnächst hier auch zu trennen. Hier wird dann demnächst, oder hängen die Gardinen letztendlich zum Verdunkeln. Und ansonsten ist das ein ganz normaler Jungtierschlag. Nichts Weltbewegendes. Wichtig ist, dass eine gute Luft reinkommt. Hier kommt sehr viel Luft rein und da lasse ich die Tauben halt auch den ganzen Tag in die Foliere, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Ja, die Luft kommt ganz normal von vorne rein und zieht dann ganz normal nach oben weg. Und großes Luftvolumen und mit der Belüftung hatten wir im Jungtierschlag noch nie Probleme. Selbst wenn es heiß wurde, war die Luft immer sehr gut auf dem Schlag. Und letztendlich kann die Tauben auch den ganzen Tag in die Foliere raus, wenn sie möchten. Von daher hatten wir noch nie Luftprobleme. Also unsere Jungtauben haben wir in diesem Jahr relativ früh gegen Paramyxo geimpft. Vor 14 Tagen haben wir unsere Jungen dann noch gegen Pocken geimpft. Und zur Gesunderhaltung grundsätzlich benutzen wir mehrere Produkte, die wir wochenweise einsetzen. Unter anderem Jungtierpulver, Entrobag, das mischen wir meistens mit Moorgold an. Avidress kommt jeden Tag ins Wasser in der Regel und einmal die Woche bekommen die Tauben noch Blitz. Das müsste zur Gesunderhaltung absolut ausreichend sein. Ja, Stefan Grotsch ist ja jemand, der die Dinge immer sehr analysiert, sehr nüchtern sieht und dann sein Konzept schnürt und dieses Konzept dann auch konsequent durchzieht, seinen Weg geht und sich davon nicht so leicht abbringen lässt. Und das schätze ich sehr an ihm. Also hier sind wir im Schlag unserer Reiseweibchen. Den Partner lassen wir immer zu Hause, weil das ist für mich einfach viel praktischer und einfacher. So muss die ankommende Taube, ob Vogel oder Weibchen, nicht auf den Partner warten, wenn er noch nicht da ist. Und so ist immer ein Empfangskomitee da. Letztendlich sind die Vögel jetzt schon eingesperrt und warten letztendlich auf das Weibchen. Während der Woche ist das ganz normal, ist die Zelle zu.
und die Weibchen sitzen ganz normal auf ihren Dreiecksitzen. Der Vorteil an der Sache ist, die passenden Weibchen sitzen auch immer da, wo ihre Zelle ist, Territorium, und so habe ich ganz, ganz wenig Probleme mit lesbischen Weibchen, dass sie sich untereinander verpaaren. Und letztendlich, ganz normal, fliegen sie auch hier aus dem Stall raus und gehen auch jeden Morgen und Abend hier rein. Die Tauben werden zweimal am Tag rausgelassen, morgens so gegen 6 und dann abends lässt der Günther die immer raus, so ab 4:30. Ja, fliegen tun sie in der Regel so 35, 40 Minuten, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, je nachdem wie anstrengend der Flug war. Donnerstags abends lasse ich die Tauben gar nicht mehr raus, da sollen sie einfach nur noch in Ruhe fressen, wenn freitags einsetzen ist. Ansonsten, wir trainieren privat nicht und seit 2 Jahren trainiere ich auch vor den Flügen nicht mehr, sondern die Tauben werden ganz normal, wenn ich sie im März rauslasse, April, wenn die ersten Fotos anfangen, ganz normal in den Korb gesetzt und dann mit dem Kavi weggebracht. Letztendlich. Unsere Tauben werden im Januar 2017 sind sie ganz normal gegen Paramyxo vom Tierarzt geimpft worden. Im Februar haben wir sie angepaart. Meistens machen wir das so Mitte Februar. Danach dürfen sie für ca. 10 Tage auf Eier brüten. Dann trenne ich sie wieder. Ab Anfang März lassen wir unsere Tauben raus. Und dann werden sie noch einmal so Anfang April angepaart, so dass sie zur offiziell letzten Vortour auf Witwerschaft sind. Beim zweiten Anpaaren sitzen sie ca. 4 bis 5 Tagen auf Eiern. Das ist so der Ablauf vor der ersten Kreistour. Ich zeige freitags immer den Partner für meine Reisetauben, weil dann kann ich sie einfach ruhiger aus ihren Zellen herausnehmen. Samstags, wenn die Tauben vom Flug kommen, lasse ich sie in der Regel so ca. 2 Stunden zusammen. Kann mal ein bisschen länger sein, kann aber auch ein bisschen kürzer sein. Hängt auch manchmal davon ab, was ich mit meiner Familie unternehmen möchte. Und das wäre so der Ablauf für die Woche. Da wir heute einen sehr schweren Flug haben, wir haben die Tauben heute Morgen um 7.25 Uhr auf Straubing gelöst. Das sind für mich ungefähr 510 Kilometer. Wir haben nordwestliche Winde, die Tauben werden also nicht mehr wie 1200 Meter fliegen. Aus dem Grunde werde ich Ihnen heute mal einen richtig schönen Mix zusammensetzen, wie ich es aber sonst auf den Flügen auch immer mache. Und zwar für die Reiseweibchen und Reisevögel mache ich 2 Liter Wasser. Da kommen jetzt rein letztendlich pro Liter 15 Milliliter BT-Amin Forte. Dann kommen rein Carni Speed auf 1 Liter 10 Milliliter. Dann nehme ich immer noch dazu letztendlich Mumm, ein sehr guter Energieträger auch. Da kommt pro Liter, nehme ich immer einen gehäuften Löffel. Und zu guter Letzt, was ich für sehr wichtig erhalte, weil da regenerieren die Tauben sehr schnell, Rotosal. Und da der Flug heute schwer wird, bei einem leichteren Flug nehme ich immer 10 Milliliter auf 2 Liter. Und heute nehme ich 15 Milliliter auf 2 Liter Wasser. Das nehme ich aber nie so ganz genau, wenn ich ehrlich bin. Das wird dann vernünftig umgerührt. Auf 2 Liter aufgefüllt. Und dann haben die Tauben alles, was sie zur Regeneration und Erholung nach einem schweren Flug, der heute mit Sicherheit über 7 Stunden gehen wird, benötigen. Und ich glaube, dass die Tauben dann, oder sieht man auch dann sehr schnell regeneriert und morgen wieder einen guten Eindruck haben. Hier sind wir im Witwerstall. Im Witwerstall gibt es eigentlich nichts Besonderes. Es sind ganz normale Zellen. Ich habe auch keine Dunkelhöhlen. Letztendlich, weil die Zellen das nicht hergeben. Nachteil im Witwerstall ist, dass er zum Norden ausgerichtet ist. Aus dem Grunde ist es halt im Frühjahr recht kalt. Aus dem Grunde haben wir hier uns eine Wärmeheizung angeschafft, die ich im Frühjahr
entsprechend ab und an anmache, damit die Tauben halt ein bisschen besser in Form kommen. Gerade wenn es ein bisschen nass ist draußen, sind die sehr gut. Die Belüftung funktioniert ganz normal. Wir haben die Möglichkeit, Frischluft durch den Ausflug zu bekommen. Und wir haben eine Abzugshaube, letztendlich mit Ventilator, wo die Luft dann vernünftig abziehen kann. Und die Luft auf dem Schlag ist eigentlich sehr gut. Das zeigen letztendlich auch in diesem Jahr schon wieder zwei erste mit Vögeln. Von daher passt das. Ansonsten hat der Schlag keine Besonderheiten. Laufbahn ganz normal. Ansonsten versuche ich einfach auch ein bisschen Tageslicht durch die Röhren zu erhalten, weil die Sonneneinstrahlung halt sehr gering ist, da er zum Norden ausgerichtet ist. Letztendlich hat der Reiseschlag drei Ausflüge und normalerweise habe ich jeden Tag die Ausflüge auf zur Belüftung, und wenn halt der Wind mal extrem aus dem Norden kommen sollte, habe ich ganz normale grüne Geweberahmen hier gemacht, die ich hier reinstelle und nach Bedarf auch jederzeit wieder rausnehmen kann. Was ist das für ein Material, Stefan? Das ist so ein spezielles windbrechendes Material. Das merkt man also sehr schön, dass da auch der Wind wirklich hängen bleibt. Mhm. Stefan, welche Bedeutung hat die Lüftung hier für dich im Schlag? Ja, letztendlich ist die Belüftung natürlich das A und O, weil ich glaube ganz einfach, ohne einen gut funktionierenden Reiseschlag nutzen die besten Tauben auf dem Reiseschlag nichts. Und das ist sehr kompliziert meiner Meinung nach mit der Belüftung, aber wir versuchen einfach hier, dass die schlechte Luft durch den Ventilator abgesogen wird. Und wir haben dann noch die Möglichkeit, wenn extrem Winde draußen sind, das auch ein bisschen zuzuziehen und ein bisschen zu variieren. Aber in der Regel lasse ich es so stehen, wie es ist. Und habe dadurch eigentlich auch meiner Meinung nach eine gute Belüftung und eine gute Luft auf dem Reiseschlag. Das ist Bio-Airfresh. Jeden Tag bekommen die Tauben davon einen Sprüher, letztendlich im Witwerstall. Dadurch ist die Luft angenehm und ist auch gut für die Atemwege. Hier sitzen unsere Witwerweibchen ganz normal die Woche über auf Roste. Das ist sehr praktisch, dadurch brauche ich nur einmal die Woche sauber machen, vielleicht auch nur alle zwei Wochen. Wenn dann freitags einsetzen ist und ich die Partner zeigen möchte, nehme ich rechts den kleinen Tunnel oder Gang, wie man ihn nennen möchte. Den setze ich vorne vor und dann laufen die Witwerweibchen ganz normal direkt in den Schlag rein. Hier wird es vorgemacht. Und so brauche ich letztendlich keine Tauben im Korb fangen. Das ist sehr praktisch. Und auf der anderen Richtung, wenn ich sie trenne, mache ich genau das gleiche wieder. Also womit ich auch sehr gute Erfahrungen gesammelt habe, ist mit Avibac Stabilizer. Alle zwei Wochen sprühe ich da in der Regel den Witwerschlag samstags morgens aus, bevor die Tauben kommen, alle zählen mal den Boden. Und dann ist das sehr schön. Letztendlich eine gute Staubbindung, danach ist ein angenehmes Klima, eine angenehme Luft im Taubenschlag, und das mache ich in der Regel alle zwei Wochen. Also letztendlich ist bei mir eigentlich nur eins entscheidend, ist genau wie bei unseren Jungtauben der Reisekorb. Bei unseren Reiseweibchen und Reisevögel zählt letztendlich am Ende des Tages nach 14 Wochen preist du nur die Preisliste. Und von daher ist entscheidend für mich, hat er Spitze geflogen, darauf legen wir sehr viel Wert. Das heißt, er sollte zumindest 2, 3, 4 Mal im ersten Zehntel geflogen haben als Jähriger. Und als Alttaube bei einem normalen Reiseher sollte er zumindest 8 bis 9 Preise haben. Ja, damit er einfach das nächste Jahr auch am Reiseschlag bleiben kann. Ich versuche Tauben, die vierjährig bei mir noch sehr gut geflogen haben, dann auch in Zuchtstall zu setzen, um einfach auch immer wieder junge Tauben in den Reiseschlag zu setzen. Und ob eine, was ich sehr gerne sehe oder was wir auch sehr gerne sehen, ist eine Taube, die sehr schnell regeneriert, ein sehr gutes Gefieder hat, das muss seidenweich sein, aber in der Regel alle guten Tauben haben diese Eigenschaften und letztendlich selektiert man auch daraufhin ein bisschen, aber der Reisekorb ist für uns absolut ausschlaggebend. Wir haben jetzt in den letzten Jahren sehr viele neue Tauben dazu bekommen. Wir haben schon gute Tauben aus der Linie Wonderaske über Röper und Neuhaus gezogen. Darüber hinaus haben wir zwei eigene Linien. 609 war ein sehr guter Reisevogel bei Günter Kruse und 1800 war ein sehr guter Reisevogel bei uns, der seine Spuren genauso wie der 609 hinterlassen hat. Dann haben wir noch sehr gute Fananabele-Tauben, auch über Gerd Peters aus Wahlbeck. Auch da ziehen wir sehr gute Tauben drauf. Und wir probieren halt viel aus, oder ich probiere auch viel aus mit Günter zusammen. Wir paaren jedes Jahr neu um, auch wenn aus ein paar schon mal gute gefallen sind,
versuchen wir immer wieder neue Verpaarungen zu finden, wo halt dann dementsprechend gute Tauben draus kommen. Ja, wenn eine Reisetaube 4 Jahre bei unserem Reiseschlag war und sie sehr gute Leistung gebracht hat, setzen wir sie auf jeden Fall danach in den Zuchtstall ein. Das ist natürlich sehr wichtig auch, damit man nicht nur Tauben von außerhalb holt, sondern auch eigene gute Reisetauben oder sehr gute Reisetauben sollte man immer in den Zuchtschlag setzen, weil die haben einfach gezeigt, dass sie für unsere Anforderungen, die wir hier haben, für das Schlagmanagement hervorragend geeignet sind und so sollten dann dementsprechend auch die Kinder daraus sein. Ja, die Schlaggemeinschaft Groß Grotsch gehört zum Roentried Racing Team ja schon längere Zeit. Nicht nur wegen ihrer Erfolge, sondern weil sie die Dinge hinterfragen, begleiten, auch innovativ uns neue Gedanken mitteilen und wir dadurch die Marke weiterentwickeln können. Das machen wir gemeinsam und das ist ganz wichtig für uns. Samstags, wenn die Tauben zurückkommen, ist mir sehr wichtig, dass die Tauben schnell regenerieren. Das erreiche ich dadurch, dass ins Wasser letztendlich Rotosal kommt, Betiamin Forte und dazu noch Mumm. Die drei Sachen können durchaus zusammengesetzt werden. Neuerdings seit diesem Jahr gebe ich auch noch Carnis Speed dazu. Das bekommen die Tauben ins Wasser, danach regenerieren sie sehr schnell. Übers Futter bekommen sie am Flugtag nichts. Das heißt, sie bekommen, wenn ich getrennt habe, Top Power, bis sie satt sind und abends nimmt es mein Partner dann ganz normal wieder raus. Das wäre der Versorgungstag am Samstag, dem Flugtag. Sonntag sieht es dann wie folgt aus, bekommen die Tauben im Wasser nur Carnis Speed, dann Futter wird gegeben, Top Relax, also leichtes Futter, das wird morgens und abends angemixt mit letztendlich Moorgold zum Abbinden. Übers Futter kommt dann noch Jungtierpulver, Entrobac und K&K Eiweiß. Eiweiß versuche ich immer so 4 gehäufte Löffel zu nehmen, morgens und abends ruhig ein bisschen mehr. Das erscheint mir halt sehr wichtig. Und dann kommen wir auch schon zum Montag. Montags bekommen meine Tauben auch Carnis Speed ins Wasser. Dazu noch zur Regeneration und Formaufbau Hexenbier. Das bekommen sie morgens und abends im Wasser. Übers Futter wird Top Relax ganz normal wieder Moorgold gegeben, K&K Eiweiß, Entrobac und Jungtierpulver. Dann kommen wir zum Dienstag. Dienstag füttere ich schon in der Regel halb und halb, also Top Relax und Top Power schon. Und hier bekommen meine Tauben, das ist variabel, übers Futter in der Regel nichts oder eventuell abends noch mal ein bisschen Jungtierpulver mit Moorgold. Und letztendlich im Wasser kommt dann Carnis Speed und Hexenbier. Der Mittwoch ist Top Power angesagt, den ganzen Tag auch schon mit Sonnenblumenkerne verstärkt, damit sie fettreich gefüttert werden. Und übers Futter kann es sein, dass ich abends dann nochmal Reiseöl gebe mit Rot 200. Ins Wasser kommt Blitzform. Dann kommen wir zum Donnerstag. Donnerstag ist auch wieder Top Power angesagt. Ja, immer satt natürlich. Meine Tauben werden immer satt gefüttert. Und darüber hinaus bekommen die Tauben dann Donnerstag in die Tränke Rotosal und Carnis Speed. Übers Futter kann es sein, wenn die Tour ein bisschen weiter werden, dass ich nochmal ein Reiseöl mit Rot 200 gebe. Freitags letztendlich am Einsatztag bekommen meine Tauben morgens nochmal Top Power satt. Danach wird es so gegen 11 Uhr von meinem Partner Günther Kruse rausgenommen und dann gibt er ihnen meistens nochmal so gegen 1 Uhr nochmal ein bisschen eine Fettmischung, damit sie nochmal ein bisschen trinken. In der Tränke ist dann nur noch klares Wasser. Letztendlich. Darüber hinaus geben wir immer mittags, so gegen 3 Uhr, gibt mein Partner dann immer noch Aktivkorn, 3-4 Gramm pro Taube, ja, mit nochmal so 2 Gramm extra Fettmischung. Also sehr wichtig ist mir bei der Versorgung der Reisetauben, dass meine Tauben jeden Tag satt gefüttert werden. Das heißt für mich ganz einfach, dass die Tauben sich ausnahmslos die Körner aussuchen dürfen und dass ich versuche von Anfang an relativ fettreich zu füttern. Das bedeutet für mich, dass ich schon manchmal sogar dienstags schon anfange Sonnenblumenkerne dazu zu füttern oder eine Hand Fettmischung dazu gebe, um den Tauben einfach alles mitzugeben. Einmal trainieren sie im Haus dadurch viel besser und haben natürlich dann zum Ende der Woche viel mehr Substanz, weil gerade durch fettreiche Fütterung meiner Meinung nach die Tauben viel mehr Energie auf den Flügen haben. Das mache ich schon seit Jahren so und ich glaube, das ist einfach sehr wichtig, dass man, wenn man etwas macht, das über Jahre hinaus beibehält, vielleicht immer wieder ein bisschen verfeinert, weil auch so kann man nur vernünftig nachher seine Tauben auch selektieren. Weil wenn man jedes Jahr sein System ändert, ist es, glaube ich, nicht zielführend und das ist einer meiner
Hauptaugenmerke, die Fütterung sehr fettreich zu halten. Die Schlaggemeinschaft Gruß Grotsch, die spielt die Saison ihres Lebens dieses Jahr. So viele erste Konkurse, die sie bis heute erzielt haben, einfach top. Ja, wir haben heute den 9. Flug und in den letzten 8 Flügen habe ich 6-mal vor der ersten Taube eine Flasche Bier getrunken. Da haben wir 6-mal den ersten gemacht. 2-mal habe ich es nicht gemacht, da haben wir keinen ersten geflogen. Aus dem Grund werde ich jetzt auch noch mal eine Flasche Bier trinken. Vielleicht klappt es ja. Eigentlich bin ich nicht abergläubig, aber ich sag mal, Prost. Also eine Prognosen gebe ich eigentlich immer sehr ungern ab. Aber ich glaube ganz einfach, dass unsere Tauben diese Woche gut trainiert haben am Haus. Sie haben beim Einsetzen einen guten Eindruck hinterlassen. Sie hatten ein gutes Gewicht drauf. Jetzt hoffe ich ganz einfach, dass der Flug glatt läuft, dass die Tauben bei 1200 Meter, dass die ersten kommen werden. Und dann hoffe ich einfach, dass wir dann auch einen guten Flug haben. Und natürlich, dass die richtigen Tauben vorne sind. Das ist sehr wichtig, die V-Tauben. Und darauf wollen wir uns jetzt mal verlassen letztendlich, dass wir die richtig vorbereitet haben. Ja. Die ersten müssten gleich kommen. Wird ein schwerer Flug, weiß ich nur. Ja. Also wollen wir hoffen, dass es anfängt zu regnen. Udo hat die erste, Tyson 2. 2, 3, 3. 1, 2. Da kommt noch einer. Hier auch noch einer. 4, das sind ja die beiden. 4, weiter. Ist das gut? 4, 4, 4, 6, 6. Komm, Mädchen, komm. Komm, Mädchen, komm. Wer hat 3? Pascal 1. 3. Das ist ordentlich. Das ist die. Da kommt noch einer. Boah, 3. Komm, komm. Könnte 9,87 gewesen sein. Unten? Ein Jähriger. 14. Nee, das ist. Komm, Hans. Komm. Der Udo hat 10 von 26. Der Udo. Das kann doch nicht wahr sein. Manche Tauben sind unangeschoben. Da ist nichts. Das könnte die 10,44 sein. Komm her, komm. Da kommt noch wieder eine. Ja. Bleib. Da. Wie du sagst. Unten und oben, wir filmen jetzt. Haben wir noch immer nicht die Medaille voll. Aber jetzt ist wieder hier. Ja. Da, die Medaille ist voll. Eine Eigenschaft, die Schlaggemeinschaft auch auszeichnet, ist, dass sie ihren Tauben auch vertrauen. Sie bauen ihren Stamm auf ihren Leistungstauben auf. Und das hat eine hohe Nachhaltigkeit und dafür steht auch die Schlaggemeinschaft. Hi, Gott. Das ist die 1044, hat letztes Jahr 13 Preise geflogen und hat jetzt auch volles Haus von 9,9. Das hier ist die 940, ist momentan mit Abstand die beste. Noch 2-mal hintereinander den ersten Konkurs geflogen, auf 400 Kilometer 2-mal. Linie Wonderaske mit unserer alten Linie 1800 hat jetzt schon weit über 800 Asspunkte und das nach dem 9. Preisflug. So liebe ich die Weibchen, schnellen Flügel, mittelgroß, einer der besten. War heute auch wieder Schlag erst.
auch eine unserer besten momentan. Die 1207, Linie Van Annabele mit einem Weibchen von Meyerraden noch. Sie fliegt vor 2 Wochen den ersten regional gegen 10.500 Tauben. Auch ein super Weibchen, ist auch jetzt noch voll und hat hier letztes Jahr jährig 11 Preise gefunden. Die gehören allerdings hier rein. Ist auch eine unserer besten. Fliegjungtour 6-6. Jährig 11, zweijährig 12, dreijährig 12. Und hat dieses Jahr auch schon wieder 7 und Spitze dabei. Die 1180 flog letztes Jahr 10, hat jetzt 8, auch Linie Wonderaske, kommt auch hervorragend. Das ist zum Beispiel ein ganz anderer Taubentyp, das ist die 1187. Hat jetzt 7 Preise, flog letztes Jahr auf Straubing im ersten Konkurs, kann auch absolute Spitze fliegen. Das ist aus der Linie von Gerd Peters aus Wahlberg, ist ein guter Freund vom Günther. Da haben wir schon sehr gute Tauben draus gezogen, die auch Spitze fliegen können. Das ist die Linie, erster Aasvogel vom Rabenstein, haben wir schon gute draus gezogen. Und da der Günther sehr gut befreundet ist mit Gerd, kriegen wir da schon ab und zu ein paar gute Tauben. Das ist der 1952, das ist zum Beispiel der Vater von der 1207, die dieses Jahr ersten regional gegen 10.500 Tauben geflogen hat und letztes Jahr auch schon 2 erste geflogen hat als jährige Täubin, wäre fast zur Olympiade gekommen. Das ist ein Gabi Van Annabele Vogel und von der mütterlichen Seite ist der Rick Kohls drin und das ist auch einer so unserer Zuchthoffnungen für die nächsten Jahre, weil er ist noch sehr jung, von 2014. Mittelgroßer Vogel, schönen Flügel, schnellen Flügel, schmale Schwingen. Und das sind eigentlich so die Vögel. Hat noch Junge liegen, habe ich jetzt gerade noch mal geringt. So der Hoffnungsträger für die nächsten Jahre. Der Taubenbestand der SG geht zurück auf ihre Stammtauben und wird ständig ergänzt mit neuen Leistungstauben aus den aktuellen Top-Linien, die wir in Deutschland finden können, aber auch in Belgien. Insofern sind sie sich immer am Weiterentwickeln. Das ist der 979. Hat letztes Jahr 10 geflogen. Dieses Jahr packt er noch nicht so gut an, ist aber ein Vollbruder zu der 1044, die letztes Jahr 13 hatte und dieses Jahr auch noch voll ist. Der 1184, auch Linie Wonderaske. Der hat zum Beispiel die gleiche Mutter wie die 940. Vater ist ein Röpervogel, hat letztes Jahr schon den ersten geflogen und dieses Jahr auch schon absolute Spitze geflogen. Hat jetzt, glaube ich, 7 oder 8 Preise, das weiß ich gar nicht genau. Komm rein. Komm. Also wir haben dieses Jahr noch die 9. Tour, haben wir noch einen vollen Vogel. Das ist der 1125. Auch ein sehr schöner Vogel. War letztjährig von seinen 2 Brüdern der schlechteste eigentlich. Und ist dieses Jahr der beste, auch mittelgroß. Sehr schön Flügel. Seidenweiches Gefieder, auch jetzt vom Gewicht her absolut noch in Ordnung. Für 8 Stunden Flug fast. Super Taube, hat jetzt 9 Preise. Sein Bruder hat letztes Jahr den ersten geflogen und dieses Jahr noch nicht ganz so gut. Komm. Das ist der 1445, Original Röper Nachzucht, hat auch dieses Jahr schon den ersten geflogen,
ein Jähriger. Ich glaube, nächstes Jahr wird er auch, kann er ein sehr guter werden. Komm rein. Das ist der 1106, der müsste jetzt heute seinen 7. gemacht haben. Hat letztes Jahr jährig, ich glaube, 9 oder 10 geflogen, weiß ich gar nicht genau. Und kann auch Spitze fliegen. Das alte Linie vom Günther und von mir. 1800er Linie und 609. Hat auch schon frühe Preise geflogen. Also das ist der 1111. Der ist aus unserem Olympiavogel Kurzstrecke, der in Budapest stand. Auch ein super Vogel, der absolut spitze fliegen kann. Erste Preistour gegenüber 2100 Tauben, hat den ersten Konkurs geflogen. Danach auch noch spitze. Sein Bruder hat letztes Jahr auf Wels Endflug den ersten über 3000 Tauben geflogen. Also das sind so die Tauben, wo ich glaube, Flügel noch mal drauf. Da kann man weiterkommen mit. Sehr schönen schnellen Flügel. Woran machst du das fest, dass das ein schneller Flügel ist? Der ist nicht so breit. Der hat auch ein super Gefieder. Ist immer glatt und regeneriert. Meiner Meinung nach super schnell auch. Was siehst du denn gerne an den Vögeln? Ja, halt, dass sie relativ schnell wieder Volumen haben. Dass sie sehr schnell einfach wieder Power drin steckt. Und dass sie halt dann auch relativ schnell, spätestens Dienstag wieder am Haus sehr gut fliegen. Auch wenn der Flug schwer war. Jetzt hat er heute fast 8 Stunden geflogen. Zwar ein bisschen leichter, aber man merkt einfach, dass die Taube richtig Potenzial hat. Was heißt für dich Potenzial? Ja, dass er einfach in der Hand jetzt schon immer noch ein gutes Gewicht hat, nicht zu sehr abgenommen hat und auch, wenn man nachher im Stall kommt, wenn ich getrennt habe, dass er da wieder, ja, schon wieder richtig fit ist, ganz einfach. Ne? Extrem schnell regeneriert. Das ist für mich eigentlich das Wichtigste, dass die Taube nicht bis morgen Mittag da irgendwie zusammengesunken sitzt. Das hat man zwar heute sowieso nicht mehr so oft, aber auch da gibt es noch große Unterschiede, meiner Meinung nach. Das ist der 1432, auch ein Jähriger, hat auch schon ersten Konkurs geflogen dieses Jahr. Auch eine Röper-Nachzucht von Röpertauben, die wir uns mal als Eier beim Wolfgang Röper gekauft haben. Auch so einer der Hoffnungsträger für nächstes Jahr. Auch eine Taube in der Hand, liegt wunderbar in der Hand, mittelgroß. Hat auch alles, was eine Taube braucht und vor allen Dingen seidenweiches Gefieder. Auch jetzt nach dem Flug kann man sie in die Hand nehmen und sie hat immer noch ein gutes Gewicht, die Taube. Und das ist für mich halt auch sehr wichtig. Na komm. Das ist der 1214, das ist ein Bruder zum 1125. Er hat letztes Jahr schon den ersten und zweiten geflogen. Dieses Jahr müsste er 7 Preise haben. Auch ein sehr schöner Vogel. Komm rein. Das ist der 700. Den haben wir auch über Wolfgang Röper erworben als Ei. Der ist einer auch unserer Hoffnungsträger. Wir haben da schon einige Tauben draus gezogen, die auch schon spitze geflogen haben. Auch schon zweistellig. Und das ist auch einer von denen, wo ich sage, der in den nächsten Jahren mit Sicherheit noch die eine oder andere gute bringen wird. Auch mittelgroßer Vogel. Sehr schönes Gefieder auch. Da passt alles, ist harmonisch. Und das sind eigentlich so die Tauben, wie ich sie gerne habe. Ja, was haben wir denn da? Das ist der 1497. Auch das ist Linie Wonderaske, auch wieder über Röper. Haben wir auch schon ersten Konkurssieger raus. Und auch einer von den Tauben, wo ich sage, in den nächsten Jahren kann das eine sehr gute Zuchttaube werden. Auch einen super schnellen Flügel, harmonisch, auch immer in Top-Verfassung, glatt. So stelle ich mir eine gute Zuchttaube vor. Und wenn man dann noch den richtigen Passer dran hat, können da gute Tauben draus kommen. Was heißt denn jetzt für dich Passer? Ja, das richtige Weibchen letztendlich. Ne? Das ist ja auch immer so eine Sache, manchmal passt das Weibchen nicht dran, da kommen die Jungen nicht gut und die Alten auch nicht. Und dann wechseln wir mal den Partner und auf einmal
funktioniert es hervorragend. Ja, das war bei uns so mit der 134. Ich habe auch ein Jahr gar nichts rausgezogen. Dann haben wir die in 1952 gesetzt und dann haben wir direkt die 1207 draus gezogen, was eine absolute Rakete ist mit drei Erfen mittlerweile. Da gehört natürlich auch ein bisschen Glück dazu, weil wissen tut man es natürlich nicht. Die haben mittlerweile die Eier daneben gelegt. Auch ein super Weibchen. Nummer 682, auch von Rülper als Ei erworben. Alles Tauben, die mittelgroß sind und hervorragende Qualitäten haben. Vom Gefieder, vom gesamten Körperbau. Das ist der 275. Unser Olympiavogel, der in Budapest stand, Kurzstrecke, hat absolute Spitze geflogen, ersten Konkurs, immer im ersten Zehntel sehr häufig. Da haben wir schon super Tauben draus, der 11-11, der auch dies Jahr schon ersten hat. Der 11-54, letztjähriger, 13 Preise mit dem ersten Konkurs auf Wels, 630 Kilometer. Auch dies Jahr haben wir wieder ein paar hoffnungsvolle jährige Weibchen, die wir schicken, mit einer anderen Partnerin diesmal. Mit einem Weibchen vom Alfred Berger. Ja, und da wollen wir mal schauen, was da so Passendes rauskommt. Zeig mir nochmal den Flügel. Das ist unsere alte Linie. 1800 war einer unserer Top-Vererber. Das ist der P881, auch wieder ein Sohn aus dem 1800. Den haben wir verpaart mit der 1147, das ist Linie Wonderaske. Die Täubchen haben wir geschenkt bekommen von Friedrich Neuhaus. Inzucht Wonderaske über Rülper. Und da haben wir die, unter anderem die 940 draus gezogen, die dies Jahr hintereinander zwei meiner ersten geflogen hat und auch heute wieder auf dem schweren Flug meine erste Taube war. Und jetzt hat die mit neun Preisen bereits über 800 Asspunkte letztes Jahr. Wir haben jetzt 58 Tauben. Man sollte Vertrauen auch in seine eigenen Tauben haben und nicht nur andere Tauben in einem schönen Stammbaum dazu kaufen.